Jo, moin Leute, hallo, herzlich willkommen wieder zurück bei einer kleinen Special-Episode mit der guten Miss Cassidy oder aka Lizardy. Ja, wir spielen heute für euch das gute Okkult. Du wolltest was sagen, hab dich unterbrochen, ich hab's gehört. Nee, ich hab nur Hallo gesagt. Hi. Ja, Okkult ist irgendwie so ein Horror-Game. Wir haben's gestern, ich hab's irgendwo mal bei einem anderen YouTuber gesehen und wir haben's uns gestern einfach mal spontan gegönnt für 3 Euro. Nee, warte, für 2,80 Euro. Weil im Bundle ist es günstiger gewesen, als es so zu kaufen. Um 30 Cent. Sparen, wo es geht. Ja, ich werde mal auch nicht so lange schnacken, sondern wir gehen instant rein. Oh, cool, Leute. Let's go. Schauen wir mal, ne? Ein Freund ist auch gut. Oha, Intro, Junge. Die Erlösung hat einen weiteren verfluchten Ort entdeckt. Aha. Ja, das Graphics geht. Kann man sich gönnen. Ja. Mal Spinne. Hast du übersprungen, du? Wer ist er denn? Einer Mission-Kult zuerst entdeckt. Okay, ein Kult ist also da. Gerüchte besagen, dass ein Fluch die ehemaligen Bewohner des Hauses getötet hat. Okay. Ja, lol, Alter. Licht da einfach. Ah, da ist dieses komische Symbol. Oder dieses komische... Was soll das Anus sein? Anus, Alter. Ja, das ist jetzt die Map, schätze ich mal, auf der wir rumgeistern, ey. Ach, wir sind wir sind Sträflinge? Okay. Okay, es ist witzig, dass du es auf Deutsch spielst. Ja, ne? Damit die Leute es auch besser checken und damit ich es auch besser check. Ja, okay, das ist ein Argument. Naja, mein Englisch ist gar nicht mal so schieße. Es gibt aber immer wieder Wörter, wo ich mir denke so, hä? Warte, tot durch Dampf. Oh lol, Alter, du bist voll am Leuchten. Ey! Ich sehe okay, dich. Ich muss mal wieder direkt die Maus-Sense runterstellen. Ja, warte, ich mach auch. Nee, zu viel. Chip. Das ist besser. Ich hab... Oh, immer noch, ey. Digi, warum leuchtest du? Achso, weil ich dich an... Ah, mit F. Durch, ey. Mit F ist... Gewitter. Mit F ist hier Taschenlampe. Alter, deine Tiddy-Physics, ne? Du bestehst und die bewegen sich. Du stehst und ist die bewegen normal, sich. Die wackeln im Wind, ey. Spring mal. Ist wie im Real Life. Nee, nur einmal. Nee, da passiert fast gar nichts, wenn du springst. Aber wenn du halt okay, nichts wenn machst, ich Alter. Nicht dreh, dann. Ich sehe das auch. Also, du musst auch gleich mal eine Olsche spielen. Du kannst dir selbst einen Ausschnitt aber, gucken. Aber. Was? Scheiße, ich kann mich nur selbst sehen. Also im Real Life würde ich jetzt hier einfach durchs Fenster durchsteppen. Oh jo. Alles aber schon. Okay, Grafik geht voll fit. Wenn man jetzt so richtig in. Ich weiß nicht, was du Grafik hast, aber. Ist schon oldschool, ey. Es ist oldschool, aber ich finde, das geht fit. Ist in Ordnung, ja. Guck mal, da unten können wir bestimmt auch rein. Das wäre typisch ich bei Lost Places, ey. Ja. Direkt so, oh, komm mal da unten im Keller. Hey, ja, da krabbelt mitten was. Mitten in der Nacht irgendein Ding da kaputt kloppt. Da krabbelt was. Hier, eine Spinne. Ja, ein Schlüssel. LOL! Ja, ein Schlüssel. Komm her, du Bitch! Ja, ein Schlüssel. Junge, ist die fast! Fast as fuck! Müssen wir was mit euch eh? Hab hast sie, du nicht? Du hast sie. Und irgendwas hat hier gerade gelacht, hast du es gehört? Nee, ich war zu. Ich muss mal mein Headset ein bisschen lauter machen. Ah, nee, das sind Frösche, die hier rumquaken. LOL. Aber man kann da nicht reinspringen. Nö, kann man nicht. Was ist hier hinten noch? Weiß nicht, hier muss man noch reinkommen. Lol, hier ist hier ist eine Leiche, der hat auch einen Schlüssel. Hier ist eine Leiche, da ist ein Schlüssel, habe ich schon mal aufgetaped. Ich bin hier irgendwo drin jetzt. Ich habe das Schlüssel zum Herrenhaus. Was, hä? Ach, du bist ich da bin hinten. Hier durchs Fenster rein. Man ist aber auch echt schnell, muss ich sagen, ne? Wir wissen nicht, wie schnell die Viecher dich denn snacken. Herrenhaus. Ja, dann let's go, ey. Hello. Hello. Darkness, my old friend. Okay, schon mal creepy Bilder. Das ist ein Anus. Das sieht ganz merkwürdig aus. Ne? Das sieht echt aus wie einfach so ein. Ja, so, ein richtig so eine PNG-Datei, ja, ja. Die ist so größer und kleiner. Aber ich frage mich. Oh, hier ist eine Leiche. Ich frage mich, was das Ding macht. Das ist auch recht, das ist eine Vase, kann ich das nennen? Oh, man sieht like Booty, Alter. Oh, that ass! Kommt man hier rein? Nee, kann ich nicht kaputt machen. Das. Die kann man jetzt nicht. Alter, die Bretter eben habe ich einfach mit bloßer Teddy-Kraft weggemacht. Mit Teddy-Kraft, ey. Erst hier unten nochmal gleich lang, ne? Ey.
hat nichts gebracht. Lol. Du, soll ich drück Pause mal drauf? Ja, warum dauert das so lang? Ey, ist auch überall Spinnennetz, ne? Ah, ne, Entschuldigung. Öko-Traumfänger. War ich nicht. Mehr nicht? Ich kann nicht einen Song spielen? Ist ja wack. Schau mal, hier ist noch so ein Anus. Ey. Hier sind... Lol, der droppt ihn ja direkt. Aufgabenliste. 10 Säcke mit Kohle für den Heizkessel im Keller kaufen. Kaufen? Achso, Rohre auf dem Dachboden reparieren, bevor noch jemand durch den heißen Dampf getötet wird. Okay. Kann ich eigentlich den Anus... Ne, kann ich nichts mitmachen. Lol, mich schiebt einfach die Schublade weg. Ist ja witzig. Okay, wir müssen auf jeden Fall schmeißt mich gerade ab. Du Adi. Nein. Können wir nicht auch hier die... Ich mach sie schon wieder. Weißt du, hier sind Gegenstände, die wir bestimmt safe muss man hier brauchen. Irgendwie so Schlüssel und so einen Kack finden, also alles ja, auch. Ja, safe. Hier kommen wir weiter. Es steppt doch auch irgendwas. Oh lol, da ist schon wieder was in der Wand. Ja, ja. Hab ich doch gerade dreimal gesagt, dass da ein Anus ist. Echt? Ups. Ja, ja, hier steppt irgendwo die ganze Zeit was. Das sind nicht nur wir. Da sind Hände an der Schranktür, an den Schranktüren. Plural. Ach da. Ach, da kann man sich wieder verstecken. Pass auf, Club. Hier ist... Junge, du bist doch richtig reingeslidet, ey. Nicht schlecht. Ey, wenn du hier drin bist, geh da mal rein, ey. Anni, das ist auch, ey, guck da mal rein. Das ist jetzt nicht so das beste Versteck, muss ich sagen. Hallo. Das ist echt nicht das Beste, ey. Und gleich kommt einer durch die Tür und ich werde gebumst und du bist im Schrank, ey. Wir haben aktuell noch nichts Geiles gefunden. Alter. Oh mein Gott. Hä? Oh, lol. Hä? Wer war das? Hä? Ich dachte, du warst das, ey. Das war diese Spinnlady, weißt du, mit ihren krassen Fedis. Ja, aber sollte ich das sein? Hat sie gerade meinen Doppelgänger? Ich glaube, das soll einfach nur zeigen, dass wir da nicht rangehen sollen an die Anisse. Safe gehe ich daran, Alter. Die kann mir gar nichts. Oh, hier ist der Shotgun. Guck mal, da passiert gar nichts. Ist hier echt nichts, lol. Ist ja voll die Lüge. Okay. Und ich dachte, da passiert was, wenn man da zu nah ran ist. Oh, hier, moin. Da habe ich mich immer zu dir gesehen. Guck mal, sein Versteck war eigentlich besser als alle, die uns bisher hier vorgeschlagen wurden. Ist halt echt so. Oh, da oben hängt auch ein Typ, ey, hast du schon gesehen? Da, ja, lol. Hier ist auch irgendwie... Ich hab ihn abgeworfen. Oh, man kann hier jetzt jede Schublade... Ja, ja, man kann schon ein bisschen mit ein paar Sachen. Alter, mach mal Taschenlampe aus, du bist ja richtig blind. Oh. Oh, jetzt sind wir hier hinten. Und ich habe einen Sack Kohle gefunden. Sack mit Kohle. Muss ich den ganze Zeit jetzt schleppen? Nö. Aber den müssen wir im Kessel, also müssen wir im Keller und den verbrennen. Oder erst auf jeden Fall erstmal reinschmeißen. Oh, versteckt. Man sieht nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Man sieht nicht. Nee, du bist echt man richtig gut versteckt, ey. Versteckst dich ungefähr so gut wie die Kindergartenkinder immer bei mir damals. Hinter dir war gerade was. Echt? Hier drin, da steppt ein Typ mit dieser Typ, den wir im Intro gesehen haben. Das sollen wir aufmachen. Ey, Verzeihung, können Sie denn die aufmachen? Stimmt, man hört ihn steppen. Ja. Ist aber auch ganz schön groß, das Areal. Ja, ich weiß jetzt schon überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Echt nicht? Hast du so einen scheiß Orientierungssinn? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, da ist der Shortcut. Doch, jetzt hier, ja, ja, okay. Ja, ja, hier auf einmal wieder. Gar kein Ding, jetzt weiß ich, wie du bist. Du mich auch. Lol, da sind Spinnen. Kann man die töten? Hä, das sind Messer. Oh nein, die sind aufgespießt mit Messern. Die sind alle aufgespießt, ne? Ich will die retten. Das ist ja super assi. Also, was sind das hier für verfickte Tierquäler? Aber ich würde mal sagen, eigentlich wäre die Spinne tot. Eigentlich schon, ja. Aber ich will die retten, Mann. Und ich schmeiß da noch was dagegen, ey. Mann, hier ist noch nichts Interessantes gefunden, ey. Wow, mein, das bin ich, lol. Man ist das tatsächlich, ey. Aber du bist doch jetzt die andere Olle. Stimmt. Lol. Gehen wir jetzt erst hier lang oder erst in den anderen Raum? Ich schätze mal, der andere Raum führt auch in den Raum, oder? Ja, hier. Tatsache. Aber waren wir hier schon drin? Nö. Nö. Hä? Das ist jetzt bin ich auf jeden Fall wieder lost. Da ist der Typ. Was für ein Typ? Wir sind am Arsch. Scheiße, Lisa. Ich
stehe ich mir drauf auf dem Balkon, ich Alter. Ich stehe auch auf dem Balkon. Ich stehe einfach auf dem fucking Balkon. Weil man hört auch noch so, und wir beide instant weg. Ich würde hier so übel runterjumpen, ey, auch wenn ich mir ist alles halt, breche. Ist halt echt so, ich glaube, er ist weg. Ich guck mal, ob die Luft rein ist. Ja, er ist weg. Er ist dumm. Also jetzt habe ich mich einen kleinen Tick verlaufen. Und hier ist nichts drin. Das ist schon ein bisschen unbelohnt hier. Ich schätze mal, sie haben sich bei der ersten Map halt eher auf was anderes konzentriert, statt irgendwelche Gimmicks. Aber ja, auf die Tittenphysik. Alter, die Tittenphysik war das Erste, was sie programmiert haben. Weil sie Langeweile hatten. So, Jungs, was machen wir? Wir machen jetzt mal Titty-Physik. Okay. Ich habe jetzt eine Vase, falls der Typ wiederkommt. Ohne Witz, bringt das was, wenn man ihn abschmeißt? Hier ist eine Kette. Oh, da ist ein Medaillon. Aber stimmt, kann man nichts machen. Wow. Ich habe immer noch einen Sack Kohle. Hier ist ein Schlüssel. Ey, der Safe ist ja richtig unbelohnt. Key to Basement. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel. Wir lassen einfach alles auf. Du gehst voraus, du hast eine Vase. Okay, das ist ein Argument. Aber warte, ich hab einen Teller, jetzt bin ich auch bewaffnet. Okay, let's go. Wir machen ihn richtig fertig. Lol. Hast du die Tür hier zugemacht, als wir hier reingerannt sind? Nee. Oder? Weiß ich nicht, vielleicht in Panik, eh gedrückt, keine Ahnung. Es steppt ja auch schon wieder. Ja.